Wenn ihr zu Hause auch das Problem habt, wenn ihr die Spülung betätigt und es kommt wenig oder gar nicht Wasser, dann kann es sein, dass dieses Füllventil innen drin nicht mehr funktioniert, beziehungsweise dass alles verstopft ist. In diesem Video zeige ich euch, wie man das Füllventil ersetzen kann, und ich ersetze dabei auch die Dichtung von der HEPA-Glocke, damit wir auch sicher sind, dass auch alles funktioniert. Als erstes muss die Abdeckplatte weg. Bei der Geberit ist es meistens so, dass man von unten ein bisschen drückt und oben wegzieht. Und man sieht auch hier, sind ja die zwei quasi Halterungen bzw. Federn. Und wie man sieht, der Spülkasten füllt immer noch nicht. Also ist wirklich das Problem in dem Füllventil. Dann hat es diese kleine Befestigung für die Drücker, die muss auch weg. Und jetzt kommen wir zu den zwei Schrauben, die diese vordere Platte halten. So. Jetzt hört man das Wasser etwas zischen, wo die vordere Platte weg ist. Diese kleinen Halter müssen auch weg. Die dreht man nach links bzw. nach rechts und kann sie einfach so rausnehmen. Dann haben wir die hintere Abdeckung mit einer schönen Bezeichnung, wie man was reparieren bzw. anstellen kann. Hier können wir das Wasser jetzt abdrehen, damit es uns nicht stört beim Arbeiten. Man sieht hier, die neuen Spülkästen haben hier so ein kleines Drehrad, und hier ist es noch klassisch mit dem Schraubenzieher. So, das Wasser ist zu. Ich entleere das Restwasser, ist eh nicht viel. Jetzt können wir die ganze Betätigung mal rausnehmen durch einfaches Drücken dieser Lasche hier. Dann kommt auch alles raus. Jetzt zeige ich euch aus der Nähe, wo das Füllventil befestigt ist und wie. Hier könnt ihr sehen, die Befestigung von dem Füllventil. Und um das Füllventil rausnehmen zu können, müsst ihr natürlich zuerst das alles lösen. Das wird nur zusammengedrückt und nach oben gezogen. Das zeige ich euch jetzt. Also die zwei Laschen zusammendrücken, und dann kommt das Ganze nach oben. Und jetzt könnt ihr hier lösen oder diese Lasche wegziehen. Ich würde am besten diese Lasche wegziehen, so wie ich es mache. So, und das ist diese Halterung. Und dann könnt ihr die Verschraubung hier lösen und das ganze Füllventil rausholen. Als nächstes nehme ich die Hebeglocke mal raus, um zu sehen, wie die Dichtung aussieht. Die hat auch zwei Laschen hinten. Bei dieser Hebeglocke müsst ihr diese Halterungen so auf der Seite ein bisschen knicken, damit sie überhaupt rauskommt. So, jetzt könnt ihr sie so rausholen. So, und die könnt ihr, also ich würde sowieso empfehlen, alles sauber zu reinigen. Und hier sehen wir die Dichtung, die ist etwas gewölbt, also wechsle ich auch sie. Das ist die alte Dichtung, und ich tausche sie gegen eine nagelneue. Und wenn ihr einen Spülkasten habt, der Wasser verliert, beziehungsweise ihr seht, in der Keramik kommt ein bisschen Wassertropf nach, dann ist es meistens diese Dichtung. Und wie man sieht, die ist etwas gewölbt, die hat sich schon ein bisschen verformt. Also ist es schon besser, dass man sie auswechselt. Dieses Füllventil kann man auch selber reinigen. Ich habe dazu schon ein Video gemacht. Man hängt es hier so raus, dann kommen alle Teile weg.
hier wird nach links gedreht, da kommt alles weg und jetzt könnt ihr da alle Teile so reinigen. Da ist noch dieses Gummimembran. So. Ihr könntet jetzt all diese Teile reinigen und dass dieses Füllventil wieder einsetzen. Ich wechsle es gegen ein neues, da der Kunde mir gesagt hat, er will einfach ein neues, er will keine Reinigung. Also setze ich ein neues Füllventil ein. Was bei diesen Füllventilen auch passieren kann, dass man eventuell irgendwas nicht richtig macht und dass es am Ende nachtropft oder nach 2-3 Tagen wieder nicht füllt. Und das möchte ich jetzt auch vermeiden, also tue ich generell das Füllventil auswechseln. Dieses Füllventil ist neu, sieht aber genauso aus wie das andere und passt zu jedem Geberit, Spülkasten und sogar zu anderen Spülkästen. Das ist sehr einfach, hier könnte man die Höhe des Wassers einstellen bzw. die Spülmenge. Ansonsten ist es wie gehabt, genauso wie das alte Ventil. Um hundertprozentig sicher zu sein, dass das Problem auch dieses Füllventil ist, drehe ich jetzt mal das Wasser auf und schaue, ob hier Wasser mit genug Druck rauskommt. Und ihr könnt sehen, da kommt das Wasser mit sehr viel Druck. Ihr könnt auch euer Spülkasten so sauber machen mit diesem Wasserstrahl. So. Als nächstes setze ich wieder die Heberglocke ein und ihr seht, das ist diese Lasche, von der ich euch vorhin gesprochen habe und die wird hier unten eingehängt. Einfach etwas schräg reintun. Dann die Laschen wieder nach oben ziehen und dann unten einhängen. Einmal ausprobieren, ob das Ganze auch fest ist. Auf das neue Füllventil kommt, wie gesagt, die alte Befestigung drauf. Die wird einfach so eingeklickt. Und jetzt können wir das leicht reintun und schon verbinden. Und wie schon am Anfang gesagt, ihr braucht da keine Zange oder sonstiges, das wird nur von Hand angezogen, da hat es innen drin O-Ring. Und jetzt klicke ich das Ganze hier hinten ein. So, das wäre schon alles. Wenn euch dieser Schlauch stört, könnt ihr hier vielleicht auch mit einer Pumpezange drehen oder einfach das hier lösen, etwas drehen, dass der Schlauch nach hinten kommt, dass er nicht stört und dann wieder anziehen. Somit stört euch der Schlauch nicht. Was ich machen würde, jetzt das Wasser aufdrehen und jetzt werdet ihr hören, wie schnell das jetzt füllt. Schon das Wasser kommen. Und jetzt hat man gesehen, wie das Füllventil das Wasser quasi zumacht. Was wichtig ist, nachschauen, ob jetzt in der Keramik etwas nachtropft. Wenn das Wasser nicht mehr nachtropft unten in der Keramik, können wir jetzt die Betätigung wieder einsetzen. Und ihr müsst dann genau schauen, dass es in eure Hebel hinten reingeht und wird hier vorne nur einrasten. So, jetzt ist es eingerastet und
mit dieser Platte, ihr seht hier die zwei Kerben, mit dieser Platte wird das Ganze an Ort und Stelle dann gehalten. So. Jetzt kommen die zwei Hebel. Und die Halterung von der Drückerplatte. Und jetzt kommt diese kleine Platte, die auch die Führung ist für die Drücker, die wird nur reingedrückt. So. Man probiert alles und jetzt kommt die Drückerplatte noch drauf. Man probiert die Tasten, die sollten ein bisschen Luft haben, jedoch nicht zu viel, so 2 mm sind okay. Und dann probieren wir die Spülung, zuerst die kleine und dann noch die große. Funktioniert einwandfrei. Ich probiere jetzt noch einmal. Und jetzt hört man auch, wie schnell das sich der Spülkasten füllt. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video helfen kann. Ihr habt jetzt gesehen, die Arbeit ist jetzt nicht so schwer und man braucht eh weniger Werkzeug, also vielleicht einen Schraubenzieher oder zwei. Ansonsten kann man bei Geberit Spülkästen alles allein machen. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.